Vielleicht muss ich ihn wirklich in die Mitte des Lagers buxieren, damit er ordentlich randaliert. Und mich so weit wie möglich entfernen. Ja, je mehr er hier einreißt, umso besser. Okay, hat er jetzt gerade keine Lust mehr? Doch, hat er noch. Okay. Okay, er tötet lieber erst Gegner, bevor er Gebäude einreißt. Ja, damit kann ich auch leben. Wenn er die Türme mal wegmacht, dann wäre es gut, da hätten wir mehr Bewegungsfreiheit. Ja, gut. Okay, jetzt hat er genug hier eingerissen. Jetzt muss ich ihn wieder nach da oben locken. Wir werden angegriffen! Komm, blutiger Baumbart, komm. Runenkrieger, zu mir! Wir werden angegriffen!
Nicht mehr hinterher. Ach komm schon. Sicherheitshalber mal hier überspeichern. Und ja, auch wenn das heute eine lange Aufnahmesession werden wird. Er hat kein Interesse, die Nexus-Gebäude einzureißen, okay. Oh, das wird knapp. Hallo, reiß doch bitte. Genau. Die Türme ein. Mehr will ich gerade echt nicht von dir. Oh gut, er dreht um. Dann kann ich jetzt den Moment nutzen. Sein Kleinod zurückbringen, weil den einen Nexus, den kriegen wir auch alleine eingerissen. Also ja, wer auch immer die Idee mit diesem Level hatte. Dieses Level ist vorne und hinten rum nur anstrengend. Und das auf die negativste Art und Weise, die mir so einfällt. Ja, und im Augenblick scheint der Spawner gar nicht mal mehr Lust zu haben, irgendwas zu respawnen. Das Positivste, was ich gerade sagen kann, ist, das war's mit den... So, das war's mit den schwarzen Türmen. Die schwarzen Türme dürften uns jetzt nie wieder Probleme machen. Thank you.
jetzt zerstören wir noch den Nexus, plündern die Kiste. Und dann machen wir einen Cut. Ich bin fertig für heute. Oh, großer Klingenweber ist auch noch rausgekommen. Aber ja, die zwei Gegner kriegen wir jetzt schnell down. Runenkrieger, zu mir! Die Linien müssen halten! So. Das hier noch weg. Die halten zum Glück überhaupt nichts aus. Die beiden Eisernen noch plündern. Warum auch immer die Waffen mit sich rumschleppen. So. Und da sind die letzten Baupläne. Oh, und ein guter Batzen Erfahrung. Durchquert das Portal nach Sharrow. Die Verteidigung der Eisernen war stark. In den Wäldern von Sharrow scheint ihre letzte große Armee zu stehen. Und mit ihr der Seelenschmied und der verhasste Zirkelmagier. Ja. Also das Ende. Hexenmeister, Aria, Mondsilber und Aria. Also der Havoc und der Hexenmeister. Arcanum, Schmelze kriegen wir auch noch. Ein großes Haupthaus. Machen wir das hier jetzt noch schnell? Ich glaube, für den Havoc brauchen wir das Arcanum, genau. So. Und für den Hexer. Mhm. Schauen wir mal kurz, was das für Units sind. Wir haben ja das Portal Hexer. Offensiver Magier mit Robe und zweigem Zauberstab. Zaubertod. Mhm. Und Havoc. Nahkämpfer mit Mondsilberrüstung und zwei einhändigen Mondsilber-Kurzschwertern. Zauberschrecken beschwören, ruft untote Kreatur herbei. Ja, okay. Aber ich würde sagen, wir haben hier... Abbruch. Wir haben hier lang genug überzogen, also... Den Speicherstand löschen und den hier überschreiben wir jetzt mal. Und da gibt es jetzt einen Cut. Also, bis gleich.